Liebe Schwestern und Brüder, wenn man die Schriften der Apostel, allen voran die des Paulus, liest, die ihre Nachwirkungen haben bei den Kirchenvätern, dann ist es keineswegs unserer Zeit vorbehalten, dass es eine besondere, ich will jetzt nicht sagen Verehrung für die Engel gibt, aber einen besonderen Engelkult gibt. Die ersten Generationen der Christen erlagen einer Versuchung, dass sie die Engel als sozusagen als diplomatische Botschafter sahen, ohne die man gar nicht Gott ansprechen kann. Paulus stellt das klar. Wir haben einen direkten Zugang zu Gott durch Jesus Christus und ihm sind die Engel unterstellt. Wenn wir also von der himmlischen Hierarchie reden, dann ist die ganz klar. Aber es bedarf immer wieder der Korrektur. Die Engel, wenn wir so sagen können, werden selber sehr damit einverstanden sein, denn sie sind Wesen von Gott durch Christus geschaffen, die ganz einzig und allein im Dienst Gottes stehen. Wir müssen uns nur die Situationen der Heilsgeschichte vor Augen rufen. Die Verkündigung an Maria. Die Engel bei der Geburt Christi. Die Engel am leeren Grab. All das, wie es uns die Ikonen der Ostkirche in wunderbarer Weise darstellen. Auch die Engel, die die Mandorla, den Glorienschein des erhöhten Christus bei seiner Himmelfahrt halten. Überall ist es die Dienstbarkeit der Engel, wie wir gebetet und gesungen haben, sie gehorchen ihm aufs Wort. Ist in unserer Welt des Utilitarismus, der Nutzbarkeit, der Berechnung Platz für Wesen, die nichts anderes tun, als den Willen Gottes auszuführen? Dazu bedarf es zuerst der Bejahung Gottes. Gott ist nicht auf unsere Bejahung angewiesen, aber auf Menschen, die ihn bejahen. Kann es sein, dass die Kirche, die den Engeln immerhin in der Liturgie einen sehr vornehmen Platz bewahrt, indem wir immer den Gesang in der Gegenwart Gottes anstimmen. Es ist ihr Gesang, dieses dreimal heilig, das in der Liturgie verschiedentlicher klingt. Wir werden es heute Abend in der Vigil wieder anstimmen. Im großen Lobgesang des Te Deum ist es bewahrt. Die Ostkirche singt es an ganz vielen Stellen. Es gibt gar kein tägliches Gebet ohne dieses sogenannte Trishagion, dieses dreimal heilig. Immer ist sich der Betende bewusst, in der Gegenwart Gottes zu sein und zu Gast zu sein, hineingenommen zu sein in die Anwesenheit Gottes, die durch die Engel repräsentiert ist, weil sie, das ist ihre einzige Existenzweise, ganz für Gott sind und von Gott hin. Ein Engel hört auf zu existieren, wenn es eine einzige Faser seines Seins gibt, die nicht für Gott ist. Und das nennen wir dann Teufel, Dämonen, Nichts im Grunde genommen. Sie sind de facto nicht Existenz, weil sie mit der Ablehnung Gottes ihre eigene Existenz ausgelöscht haben. Aber sie treiben ihr Unwesen. Wir wissen das. Das ist der Grund, weshalb die Kirche sich immer dem Schutz des Erzengels Michael anvertraut hat. Aufgrund der Lesung, die wir eben aus der Apokalypse hören. Weil diese Nichts, die es bis heute gibt, es gibt sie sogar bis tief in die Kirche hinein, diese Nichts immer diesen Akt der Selbstbehauptung haben. Ja, aber ich, die denken, wenn ich Gott alles gebe, wenn ich nur für ihn lebe, nur für ihn da bin, wo bleibe ich? Wir kennen diese Frage von uns allen. Diesen Akt der Selbstbehauptung, der ein Akt der Revolution gegen Gott ist. Das ist der Akt des Aufstands des ersten Menschenpaares im Paradies. Gott darf seinen Platz hier haben, solange er mir nicht zu viel in die Quere kommt. Das ist nicht möglich. Gott ist absolut, nicht nur in seiner Existenz. Gott ist auch absolut in seinem Anspruch,
wenn Menschen zu ihm gehören. Und Gott ist ganz und gar absolut im Anspruch an seine Kirche. Hier kann es null Vorbehalte. Und in dem Moment, wo wir ihm etwas vorenthalten, mit dem, wie wir sind, wie wir leben, wie wir als Kirche leben, wie wir auch kirchliches Leben gestalten, werden wir zu nichts, eigentlich zu Teufeln. Wer will das bestreiten, wenn man die jetzige Krise besichtigt? Es wimmelt von diesem Nichts. Aber zugleich liegt darin auch der Weg einer Bekehrung und immer des Neuanfangs, sich ganz hinzuordnen. Im Grunde genommen kann man sagen, jedes Mal, wenn wir das Sanctus der Messe singen, finden wir neu hin zu unserer Bestimmung als Kirche, zu der Bestimmung der Engel, ganz und gar für Gott da zu sein, von seinem Licht beschienen zu sein und in diesem Licht unsere eigene Bestimmung zu finden.